Hallo und herzlich willkommen bei Stempeline. Ich freue mich, dass du wieder vorbeischaust, um dir dieses Video anzuschauen. Am 14. Februar 2017 ist Valentinstag und heute komme ich mit einer Kartenidee und vielleicht hast du ja Lust, das nachzubasteln. Wie diese Karte gemacht wird, zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Du benötigst für diese Karte ein Stück Farbkarton Glutrot. Da habe ich einen DIN A4 Bogen einfach halbiert, sodass er DIN A5 groß ist. Und den möchte ich einmal in der Mitte falzen, damit ich die Karte besser knicken kann. Und zwar lege ich diesen Bogen im Querformat in den Papierschneider ein und hier das helle, das ist das hellgraue, das ist die Falzklinge. Und ich lege es bei 10,5 cm an und ziehe jetzt einmal die Falzklinge hier rum und dann habe ich hier meine Falzlinie. So kann ich die Karte einfach knicken. Und außerdem habe ich einen DIN A4 Bogen Flüsterweiß geviertelt, so dass das die Maße 10,5 cm mal 14,8 cm hat. Also das ist genau ein Viertel des Bogens. Und jetzt schneide ich hier auf der linken Seite und am oberen Rand noch einmal so bummelig 2 mm ab. Oder nee, machen wir mal 3 mm. Also ich lege es hier bei 14,5 cm an. Und zum Schneiden habe ich hier die dunkelgraue Klinge. Und auf der anderen Seite sind es dann 10, was habe ich gesagt? 14,8, 14,5. Also da habe ich dann 10,2 mm. Also das sind dann diese 3 mm, die ich hier von jedem Rand abgeschnitten habe. Und, ich sehe gerade, die Klinge muss ich wieder wechseln. Das wird dann hier vorne so aufgebracht. Bevor ich das auf die Kartenfront klebe, möchte ich hier noch etwas Designerpapier aufkleben. Und zwar haben wir im Frühjahr-Sommerkatalog 2017 diesen Designerpapier-Blog, der heißt Liebe Grüße. Und da hast du ganz viele unterschiedliche Muster und Designs drin. Also die sind auch beidseitig und kannst hier richtig schön mitspielen und ausprobieren. Und zwar hatte ich... Genau, das war hier einmal dieser Bogen. Den schneide ich einmal bei 5,5 cm ab. Waren das 5,5? Kommt das hin? Ja. Und wieder auf 10,2 cm Breite. Das wird dann hier drauf geklebt. Und dafür nehme ich meinen Flüssigkleber. Das ist hier dieser Mehrzweckkleber. Und der wird hier einfach nur so leicht aufgetragen und auf die Karte geklebt und hat den Vorteil, dass man immer noch ein bisschen schieben kann, wenn man nicht genau getroffen hat. Also wie du siehst, habe ich jetzt hier so ein bisschen... zu knapp geschnitten, dass ich hier am Rand einen kleinen weißen Rand habe und durch den Flüssigkleber konnte ich das Ganze noch so ein bisschen hin und her schieben, dass es auf allen Seiten gleichmäßig und gewollt aussieht. Als nächstes nehme ich mir ein Stück Geschenkband. Zwar haben wir ja im Moment in der Celebration 2017 dieses tolle Metallic-Geschenkband. Das ist hier einmal mit silbernen Fäden durchzogen und einmal mit goldenen, also Vanille. Ist das Vanille? Nee, ist beides weiß. Weiß mit mit diesen metallischen Fäden eben. Und die sind im Doppelpack und dieses Geschenkband, das kann man sich auch nur schenken lassen während der Celebration. Die gibt es zum 31.03.2017 und für jede 60 Euro Warenwert bekommst du da einen so einen Artikel aus der Celebration Broschüre geschenkt. Und ich mache jetzt hier einfach meine Schleife rein. So, der wird einmal hier so hochgebogen. Ich weiß jetzt nicht, wie du die Schleifen bindest. Ich mache es so, damit der Knoten hier oben noch einigermaßen flach ist. Ich glaube, ich sollte mal ein Schleifenvideo machen, oder? Ich meine, also wenn du Lust auf ein Schleifenvideo hast und wissen möchtest, wie man auf unterschiedliche Art und Weise Schleifen binden kann, dann hinterlass mir doch einfach unten einen Kommentar hier auf YouTube. Und wenn das genug Leute interessiert, dann drehe ich dazu vielleicht auch mal ein Video. Also, jetzt nehme ich hier eine Schere und schnipsel hier einmal das Ende ab. Also ich mache es auch immer so, dass ich direkt von der Rolle binde. Dann kann ich es mir passend hinterher abschneiden. Das ist immer blöd, wenn man eine Schleife anfängt zu binden und man stellt fest, man hat viel zu wenig
Geschenkband genommen und muss dann da hinterher so rumknapsen und sich die Finger verbiegen. Und das ist dann immer ein bisschen doof. Das kann ich jetzt hier, dadurch, dass ich das so locker gebunden habe, einfach noch ein bisschen hier rüberschieben, dass ich die Schleife hier auf die linke Seite befördere und so. Und das finde ich ganz gut. So, und das wird jetzt auf die Kartenfront geklebt. Dazu nehme ich auch wieder meinen Flüssigkleber. Trage den hier einmal auf. Befestige den, die Kartenfront hier so vorne drauf. Und habe dann auch hier nur ringsrum so einen Mini-Rand. Und dann geht es vorne weiter ans Dekorieren. Und da arbeite ich dann mit Framelits und mit der Big Shot. Ich möchte einmal hier diesen Wellenkreis haben. Dazu nehme ich mir hier einen anderen gemusterten Bogen. Den hier fand ich ganz gut mit diesen ganzen Schriftzügen. Und wir haben ja die lagenweise Kreise. Das sind Framelits für die Big Shot. Und ich finde, also auch diese Wellenkreise, da, die sind super schön. Und da kann man eben sich das Ganze so passend zurechtsammeln, wie man das, oder zurechtstanzen, wie man das haben möchte. Ich habe jetzt hier diesen recht großen Kreis genommen, oder den Wellenkreis ist es ja. Und das stanze ich jetzt einfach mit der Big Shot aus. Das Sandwich wird so gebaut, indem die Grundplatte aufgelegt wird. Dann kommt die zweite Platte hier oben drauf, außerdem die Acrylplatte da drauf, der Bogen Papier, dann der Framelit oben drauf und zum Schluss die zweite Acrylplatte. Wenn du auf eine Platte verzichten möchtest, kannst du auch gerne die Magnetplatte nehmen. Funktioniert genauso gut oder vielleicht sogar noch ein Tickchen besser, weil der Framelit nicht verrutschen kann. Aber das ist in dem Fall egal, weil ich nehme den ja nur zum Unterlegen, diesen Wellenkreis. So, und als zweites möchte ich noch was anderes stanzen. Ich möchte jetzt als nächstes die Kreise stanzen. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal ein paar andere. Auf der fertigen Karte ist der Kreis, den ich bestempelt habe, der ist ja glatt. Jetzt haben wir aber auch die Framelits Stickmuster. Also das sind so richtig hübsche Kreise mit so einem schönen Muster in der Mitte. Und dieses Muster, das siehst du hinterher am Rand, das sieht dann nicht ganz so langweilig aus. Und ich weiß ganz, ganz viele, die haben schon darauf gewartet. Heute ist der 18. Februar, am 16. ist eine Nachlieferung ins Lager gekommen. Und wenn du die Kreise mit den Stickmustern haben möchtest, empfehle ich dir nicht zu lange zu warten, sondern sie so schnell wie möglich zu bestellen. Ich weiß nämlich nicht, wie groß der Vorrat ist und wie lange die halten werden. Denn regulär werden wir diese erst wieder mit dem, oder werden wir sie erst mit dem Jahreskatalog 2017-2018 ins Sortiment bekommen. Das ist jetzt so ein Vorab-Goodie, was Dampin' Up uns zur Verfügung gestellt hat und ich finde die wirklich super, super schön. Du kannst natürlich diese Perforation oder so eine ähnliche Perforation mit einer Prickelnadel machen, aber das hier, das ist doch total toll. So schön gleichmäßig und so schön schnell. Also die Framelits Stickmuster hast du auch als Oval. Du hast hier Ovale und Kreise und alle haben sie diese schöne Perforation. Also es lohnt sich. So, das Ganze soll auf den Wellenkreis drauf. Jetzt habe ich die Big Shot wieder weggepackt. So blöd, wir brauchen die ja nochmal. Da ist sie nochmal, denn ich habe jetzt noch eine dritte Packung. Und zwar ist das, sind das die Framelits Liebesgrüße. Die ist zusammen mit dem passenden Stempelset zurzeit im Frühjahr-Sommer-Katalog 2017 gibt. Also das ist das Stempelset und das sind die Framelits dazu. Und ich benötige jetzt einmal dieses Herz und einen so einen Pfeil. Also zwei Pfeile sind hier drin. Und ich habe auch schon irre viel mit diesem Sortiment gemacht. Also dann musst du einfach mal meinen Blog besuchen unter www.stempeline.de. Wenn dir die Ideen ausgehen, findest du da auf jeden Fall noch eine ganze Menge. So, das möchte ich einmal in Sandfarben ausstanzen und den Pfeil in Rot. Und meine zweite Acrylplatte, das kommt hier oben drauf. Und jetzt, wenn du keine Präzisionsplatte hast oder sie nicht verwenden möchtest,
dann kurbelst du einfach so zwei, dreimal hin und her, damit sich diese Formen hier super rauslösen lassen. So, sieht schon, fällt von alleine hier raus. Also bei diesem hier geht das ausnahmsweise super gut. Bei anderen Thinlits, da quält man sich dann doch ein bisschen, wenn man das ohne Bürste oder so rauslösen möchte. Aber bei denen hier geht das wirklich total klasse. Und jetzt brauchst du einfach nur ein bisschen das Herz zu biegen und dann plumpsen hier diese ganzen kleinen Zwischenteile raus. Und dieser Pfeil, der wird hier einfach nur reingesteckt und einmal durchgezogen. Und dann habe ich noch ein Stück Leinenfaden, um das Ganze hier noch ein bisschen zu fixieren. So. Yay. Hilfe. So. Da mache ich jetzt einfach nur ein kleines Schleifchen und dann sieht das gut aus. So, noch ein bisschen zurechtzuppeln. Na, ist mal blöd, wenn der Leinenfaden sich so ein bisschen verselbstständigt und zweiteilt. Ich dachte, ich zeige das mal eben kurz und dann, wie das dann so ist, ne? Da kommt immer irgendwas Kleines dazwischen. So, aber nun, das ist jetzt meine Schleife, das ist der Pfeil, der hier durchs Herz geht. Und das schneide ich hier einfach ab. Der Rest, der geht jetzt ganz schnell. Ich möchte nämlich hier nur ein bisschen stempeln und das zusammenkleben. Und zwar nehme ich hier einmal für den Text meine Archivtinte in Schwarz. Dann habe ich hier ein Acrylblock. Darauf kommt der Spruch, versiegelt mit einem Kuss. Das ist immer das Schöne an diesen Fotopolymer-Stempeln. Die kleben einfach auf diesem Acrylblock sehr gut drauf.